uns auf YouTube vorbeizuschauen, da auch nochmal alles nachzuschauen und Fragen dann eventuell nochmal in die Kommentare reinzuschreiben. Das beantworten wir natürlich auch gerne im Nachgang. Generell gilt natürlich immer, Fragen sind nicht nur erlaubt, sondern auch immer herzlich erwünscht. Also wer eine Frage hat, gerne bemerkbar machen. Im Livestream natürlich auch einfach in den Chat schreiben. Wir geben das dann gerne weiter. Und jetzt habe ich schon fast zu viel geredet, deswegen übergebe ich an die liebe Luise, die wir jetzt heute hier haben, zum zweiten Mal tatsächlich. Freue mich sehr, dass du da bist. Ja, danke euch. Und du hast uns ein bisschen was zum Thema Kreativität vorbeigebracht und da sind wir mal sehr gespannt, was uns heute erwartet. Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich ganz sehr, dass ich heute wieder mit dabei sein darf. Natürlich mit einem neuen Thema. Beim letzten Mal habe ich mich vor allem mit einem sanften Bildstil auseinandergesetzt. Das wird heute nicht unbedingt im Vordergrund stehen. Stattdessen ist das Thema Kreativität heute unser Hauptfokus. Und bevor ich so richtig mit dem Thema starte, ein ganz kurzer Fahrplan. Denn am Anfang möchte ich so ein paar Dinge einfach quasi theoretisch dazu sagen. Und dann werde ich euch aber natürlich in der Praxis noch mal ein paar Tipps, Tricks und Tools mit an die Hand geben. Dafür ist auch heute mein schönes Model Celine mit dabei. Danke, dass du extra gekommen bist aus Köln. Und genau, deswegen nicht wundern, erstmal so ein paar theoretische Worte und dann legen wir aber mit dem Fotografieren los. Und auch nach meinem Vortrag, vor allem wichtig für die Leute, die jetzt hier stehen, dürft ihr mein Set auch wirklich mit ausprobieren und alle Tools. Wenn ihr da schon mal so ein bisschen hinschaut, da liegen schon ein paar Sachen, könnt ihr die natürlich auch gerne mit verwenden und mal testen. Und vielleicht ist sogar was für euch dabei, was ihr in Zukunft gerne mal bei euren eigenen Fotoshootings mit ausprobieren wollt. Genau, Thema Kreativität. Es ist ein sehr großes und wichtiges Thema, wo ich mir ganz sicher bin, dass es Teil von uns allen ist. Und da ist auch wirklich egal, ob du die Fotografie als Hobby hast, ob du vielleicht teilweise schon damit Geld verdienst oder sogar komplett selbstständig bist oder vielleicht auch gar nichts unbedingt mit der Fotografie zu tun hast. Die Kreativität ist Teil unseres Alltags. Und in Vorbereitung auf diesen Vortrag habe ich mir natürlich einige Gedanken gemacht und mir sind so ein paar Situationen eingefallen, tatsächlich auch erstmal jetzt ganz unabhängig von Fotoshootings, wo ich dachte, ach krass, wo man doch alles kreativ ist. Hier ein kurzes Beispiel. Ist mir passiert, ich wurde zu einem Geburtstag eingeladen, hatte natürlich ein Geschenk für eine Freundin von mir gekauft, habe mich fertig gemacht, es gab noch 5 Minuten Zeit, bis ich los musste. Und das Einzige, was ich noch machen sollte, war das Geschenk einpacken in Geschenkpapier. Also gehe ich zum Regal, da wo das Geschenkpapier normalerweise ist. Es war alle. Da habe ich mir, super. So, ich wollte dieses Geschenk unbedingt einpacken. Ich mag das gar nicht, wenn man das einfach so übergibt. Also ist plötzlich eine Situation da, wo ich gezwungen bin, kreativ zu werden. Dann fängt das Gehirn richtig an zu arbeiten. Die Kreativität fängt an zu funktionieren. Ich überlege, okay, wie kann ich dieses Paket jetzt einpacken ohne Geschenkpapier? In der Küche gibt es Alufolie, gibt es Backpapier, in meinem Mülleimer gibt es noch eine alte Zeitung. Irgendwie muss es funktionieren. Am Ende ist es das Backpapier geworden. Ich habe das Geschenk schnell verpackt. Schnüre hatte ich ein Glück noch da und dann war da dieses Geschenk fertig und ich konnte rechtzeitig aus der Tür gehen. Und genau das ist so eine kleine Situation, wo ich finde, man recht gut merkt, wie das menschliche Gehirn und natürlich die Kreativität funktioniert. Es gibt ein Problem, was schnell gelöst werden muss und dann fangen plötzlich an, die kreativen Ideen zu sprudeln. Und wir kommen auf Gedanken, wo wir sonst wahrscheinlich nie drauf gekommen wären. Hätte ich einfach nur am Schreibtisch gesessen, hätte ich mir jetzt nicht darüber Gedanken gemacht, ach, wie könnte ich denn ein Geschenk einpacken, wenn ich kein Geschenkpapier habe? Darüber hätte ich natürlich niemals nachgedacht. Und jetzt die Brücke zu Fotoshootings. Ja? Fotoshootings sind im Endeffekt damit zu vergleichen. Denn wir werden in gewisse Situationen hineinbefördert, sag ich mal. Ich könnte jetzt auch sagen, hier, einer von euch, ihr kommt jetzt bitte hier rein und fotografiert jetzt die Celine. In dem Moment habt ihr wahrscheinlich alle noch gar nicht drüber nachgedacht, wie ihr hier selber fotografieren würdet, wo ihr jetzt die Celine hinstellen würdet. Aber wenn ich euch in diese Situation bringe und sage, du kommst jetzt her und machst das Foto, fängst du plötzlich an zu arbeiten und merkst, oh, jetzt muss ich hier kreativ werden. Von wo kommt das Licht?
wie kann ich das Model positionieren? Welche Posen fallen mir sofort ein? Welche Ecke in dem Raum kann ich nutzen? Welche Lichter? Und ich finde, dieses Beispiel ist ganz gut, um zu merken, dass man sich da bei der Kreativität gerne mal in Situationen begeben darf, damit sie überhaupt erst kommt. Ja, das ist in dem Fall ganz, ganz wichtig. Und gerade bei Fotoshootings ist es natürlich so, dass wir im besten Fall, wie gesagt, vor Ideen sprudeln. Aber das ist mir ganz, ganz wichtig zu sagen, es ist nicht immer so und das ist auch völlig in Ordnung. Also wenn ihr vielleicht bei einem Fotoshooting seid und da steht vielleicht ein Mensch vor euch und ihr merkt, irgendwie fällt mir gerade nichts ein, ich weiß gar nicht, wo soll ich die Person hinstellen, welche Ecke in diesem Raum ist jetzt am besten, das ist völlig normal, das ist okay, das habe ich auch teilweise und vor allem in den ersten Minuten des Shootings braucht man meistens so ein bisschen Zeit, um in diesen Flow reinzukommen. Ja? Also da bitte nicht denken, oh mein Gott, ich kann das alles nicht. Ich kann euch versichern, selbst die großen Fotografen und Fotografinnen, zu denen ihr vielleicht aufschaut, auch die haben das. Ich habe zum Beispiel gestern noch mal eine Instagram-Story geteilt mit einer Umfrage, wo über 80% der Fotografen gesagt haben, sie hatten schon wirklich Fotoshootings, wo sie komplett einen leeren Kopf hatten und unkreativ waren und nicht wussten, was sie jetzt eigentlich für Anweisungen geben sollen. Ja? Also ihr seid damit absolut nicht alleine, denn Kreativität ist keine gerade Linie. Wir sind nicht zu jeder Sekunde des Tages gleich kreativ. Stellt euch das bildlich bitte vor wie so eine Kurve, die auf und ab geht. Und mal hat man nun mal diese Peaks und mal fällt das ab. Ja? Ist also völlig in Ordnung. Also, das Wichtige ist halt nur, dass wir uns in Situationen begeben, wo wir kreativ sein können. Und jetzt kommen wir mal zu meinem Beispiel. Ja? Wie ist das bei mir? Weil Freunde und Familie oder auch Leute von den sozialen Medien sagen immer zu mir, Luise, du bist so kreativ. Ja, und soll ich mal ehrlich sein? Ich bin mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht kreativer als ihr. Ich sitze nicht zu Hause am Schreibtisch und habe genaue Bilder im Kopf und denke mir, ja, das werde ich genauso ablichten. Die Bilder, die ihr hier von mir seht, die hatte ich vorher so nicht im Kopf. Keines dieser Fotos, ich lag nicht im Bett und hatte das vor Augen. So, vielleicht gibt es Leute, bei denen das so ist. Ich kann euch ganz ehrlich sagen, bei mir ist das nicht so. Ja? Aber was ich mittlerweile gelernt habe und was ich weiß, ist, wie ich mich in Situationen begebe, wo ich gezwungen bin, kreativ zu werden und zu denken. Wenn wir jetzt mal ganz hypothetisch ein Fotoshooting planen, welche Faktoren sind dafür wichtig? In erster Linie natürlich ein Tag, den wir festlegen müssen. Ja? Es ist wichtig zu wissen, wann wird ein Fotoshooting stattfinden. Dann ist es wichtig, zu welcher Uhrzeit. Wir brauchen eine Location, wir brauchen ein Model, vielleicht sogar noch mehr Personen, vielleicht eine Assistenz oder Herrn Make-up, aber um das jetzt mal ganz einfach zu halten, wir brauchen ein Model. Kurz bevor das Shooting startet, sollten wir uns natürlich auch noch Gedanken machen, welches Equipment nehmen wir mit, das ist auch ausschlaggebend für ein Bild und eventuell, welche Tools werden wir auch noch mitnehmen, wie zum Beispiel ein Prisma oder ein Tuch. Also, wie gehe ich vor? Wir planen jetzt mal ein Shooting, um das wirklich bildlich darzustellen, ja? Wir planen jetzt ein Shooting nächsten Freitag. Was passiert, wenn ich das jetzt in meinen Kalender eintrage? Nächsten Freitag in knapp einer Woche steht jetzt plötzlich ein Shooting dick und fett in meinem Kalender. Immer, wenn ich jetzt meinen Kalender öffne, sehe ich, oh, am Freitag habe ich das Shooting geplant. Was passiert? Ich habe mich ins kalte Wasser geschmissen und mein Gehirn ist plötzlich damit konfrontiert und muss sich damit auseinandersetzen, weil nächsten Freitag habe ich mir jetzt selber vorgenommen, wie ich will jetzt 5-mal die Woche ins Fitnessstudio gehen. Das habe ich mir jetzt hier vorgenommen. Sehr extrem, mache ich auf jeden Fall nicht. Aber das steht in meinem Kalender und ich fange an, darüber nachzudenken. Dann merke ich, oh, es ist nicht mal mehr eine Woche Zeit. Also brauche ich schnell ein Model und eine Uhrzeit, damit ich das Model anfragen kann. So kommt eins zum anderen. Ja? Ich überlege mir, zu welcher Uhrzeit, zum Beispiel, wenn ich abends fotografieren will, um eine schöne, sanfte Lichtstimmung zu haben, habe ich da schon mal eine Entscheidung getroffen?
dann noch ein Model, was natürlich auch zu dem Bildlook passen soll. Und durch diese ganzen Steps, die ich durchlaufen muss, um ein Shooting zu planen, gehe ich auch gerne auf Pinterest, suche nach Inspiration, blättere Fotobücher durch, blättere Magazine durch, denke bei Spaziergängen drüber nach, ach Mensch, was könnte ich denn nächsten Freitag fotografieren? Liege vielleicht im Bett und denke so, ah ja, will ich da vielleicht an den Strand gehen, will ich da vielleicht in den Wald gehen? Dann fange ich an, darüber nachzudenken. Aber ihr merkt, worauf ich hinaus will, wie bei der Geschichte mit dem Geschenk ganz am Anfang. Wenn ich mich nicht in diese Situation begebe und dann nicht dieses uneingepackte Geschenk liegen würde, dann würde ich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit gar nicht in den Druck und in den Zwang kommen, mich jetzt kreativ damit auseinanderzusetzen. Also wartet nicht darauf, dass ihr plötzlich die Eingebung habt und das Bild vor Augen. Ich glaube, das wird in den seltensten Fällen, wenn überhaupt, passieren. Sondern sagt euch, okay, wenn ich kreativ werden will, dann muss ich jetzt schon mal einen Tag festlegen, an dem ich Fotos machen möchte, sodass ich meinen Kreativmotor, so nenne ich es jetzt mal, wirklich da ja, drauf einstellen kann und anfangen kann, so richtig zu denken und ja, da auf neue Ideen zu kommen. Also unser Fotoshooting am Freitag, wir haben jetzt alles soweit geplant, haben vielleicht sogar ein Moodboard erstellt. Wen das interessiert, das habe ich auch bei meinem letzten Vortrag schon mal ein bisschen ausführlicher erklärt. Da kann man nochmal auf YouTube reinschauen. Und dann, kurz vor dem Shooting, mache ich mir natürlich auch Gedanken, welches Equipment nehme ich mit und welche Tools nehme ich mit. Ihr merkt, ich habe schon so eine kleine Brücke gebaut zu dem, was gleich kommt. Genau, und das ist dann im Endeffekt so der Prozess, wo es dann wirklich startet. Vor Ort, wenn ich so richtig die Begebenheiten sehe, dann fange ich so richtig an, in meinen Flow zu kommen. Vorher, wie gesagt, ist das nicht der Fall. Und auch bei einem Schriftsteller, oder ne, es gibt ja viele Bereiche, in denen man kreativ sein muss. Ich kann euch versichern, kein Autor hat jede Zeile seines Buches im Kopf. Eine grobe Geschichte bestimmt, aber es beginnt mit dem ersten Satz, den man nun mal aufschreibt. Es ist ein Prozess. Kreativität ist nichts, was zack da ist, sondern man darf sich darauf einlassen und damit auseinandersetzen. Ja? Ich denke, das ist relativ einleuchtend. Das war mir nochmal wichtig zu erwähnen. Und vor allem für die Leute, die das Gefühl haben, da ist gerade nicht viel Kreativität da. Ihr könnt das trainieren, ihr könnt euch in die Situation bringen. So, jetzt haben wir hier, oh, mein Bildschirmschoner. Sehr schön. Jetzt haben wir hier natürlich ein paar Dinge, die ich euch näher bringen will. Übrigens haben wir hier schöne Hintergrundmusik. Ich hoffe, es ist nicht ganz so störend. Und ich möchte euch natürlich auch erstmal so ein bisschen zeigen, womit ich heute arbeite, wieso ich mich für welches Equipment entschieden habe und so weiter. Celine, du darfst dich auch wirklich gerne schon mal auf den Stuhl setzen. Das ist gar kein Problem. Okay. Genau, erstmal werde ich meine Übertragung über Capture One machen. Oh, jetzt habe ich hier Final Cut geöffnet. Für mich funktioniert das immer sehr, sehr gut. Man kann tatsächlich auch über die Software von Sony das Ganze live übertragen, aber ich persönlich finde da Capture One wirklich am besten. Also falls ihr das mal machen wollt, kann ich das sehr empfehlen. Gerade bei so Setups, wo ihr euch nicht groß bewegt, jetzt wie bei einem Outdoor-Shooting, wo man am Strand lang rennt, dann ist das immer super, um nebenbei die Bilder schon mal für sich alleine groß zu sehen. Und vor allem, wenn ihr vielleicht mal einen Job haben solltet oder mit mehreren Leuten am Set arbeitet, wie Herren Make-up oder Styling, das ist wirklich super einfach, das Ganze auf den Computer zu übertragen. Also probiert das gerne mal aus. Also hier nutze ich Capture One. Dann habe ich zwei Kameras dabei. Ich selber fotografiere schon immer mit Sony. Meine Hauptkamera ist die Sony A7R5 und das Objektiv, das ich da aktuell am häufigsten verwende, ist das 2470 G Master Mark II. Ich habe noch eine Backup-Kamera, das ist die Sony A7 IV. Hier habe ich jetzt das 50mm 1.2 G Master drauf. Das ist wie gesagt meine Backup-Kamera und diese Kamera nutze ich vor allem auch, wenn ich mal kleine Videoclips mache. Die Sony A7R5 könnte auf jeden Fall auch filmen, aber da würde ich tatsächlich eher zu einer A7 IV oder der A7 S-Reihe raten. Genau, das also schon mal zu meinem Equipment. Dann habe ich hier mal ein ganz einfaches Set aufgebaut. Und dazu möchte ich natürlich auch gerne noch was sagen. Ich habe mich hier für Dauerlichter entschieden. Das ist natürlich Geschmackssache. Also ich könnte auch mit Blitzen arbeiten. Im Endeffekt würde sich das wahrscheinlich
vom Bild am Ende gar nicht so unterscheiden. Aber ich persönlich bin tatsächlich vor allem im letzten Jahr sehr großer Fan von Dauerlichtern geworden. Ja, das liegt natürlich auch daran, dass die Technik, das muss man einfach mal sagen, sich extrem weiterentwickelt hat. Also die LED-Leuchten sind mittlerweile unglaublich leistungsstark. Zum Beispiel hier haben wir einen Godox 600D. Das ist jetzt, um transparent zu sein, nicht mein Dauerlicht, sondern das wurde mir jetzt von Foto Koch hier gestellt. Aber 600 Watt, das ist schon wirklich ordentlich Power. Also ja, das ist schon auch beeindruckend, das wird richtig hell. Hier hinten habe ich ein 300 Watt Licht, ist quasi so ein bisschen schwächer, aber definitiv für ganz viele Sachen ausreichend. Wenn du überlegst, dir ein Dauerlicht zuzulegen, würde ich tatsächlich nichts unter 200 Watt nehmen, weil ich denke, ja, wenn man sich das schon zulegt, sollte man da schon auch ordentlich Power haben. Ich persönlich habe ein Aperture 300D zum Beispiel und ein Hobolite 300 Watt. Also bei mir habe ich dann schon auch so die 300 Watt Variante, damit da auch ordentlich Power am Start ist, wenn man es mal braucht. Und ich kann euch auch schon mal sagen, hier bei so einer hellen Umgebung, die 600 Watt, die werden wir auch benötigen. Was ich auch mag an Dauerlichtern, man kann immer relativ schnell das Ergebnis schon sehen. Ich mache die Lampe an und sofort sehe ich das Ergebnis. Mir ist schon auch bewusst, dass durch meine Augen das nochmal anders aussieht als durch die Kamera. Das ist natürlich auch wichtig. Aber jede Einstellung, die ich hier treffe, da muss ich nicht immer erst ein Foto machen, wie bei einem Blitz, um zu sehen, ist es jetzt zu hell, ist es jetzt zu dunkel, kann das sofort sehen. Genau, und ich kann bei sowas auch immer nur raten, wir haben hier gerade Foto Koch, leiht euch sowas mal aus, testet das mal, gerade bei solchen Veranstaltungen heute, um wirklich zu merken, soll es eher Dauerlicht oder Blitz sein, womit kommt ihr besser zurecht. Aber immer wenn ich auch so Workshops gebe und mit Anfängern und Anfängerinnen spreche, dann kriege ich oft das Feedback, Dauerlichter sind gerade für den Anfang viel, viel, viel einfacher zu handeln. Genau, also hier ein Dauerlicht, da ein Dauerlicht, das wird mein Keylight, das wird die Celine vor allem anstrahlen von vorne, sodass sie von vorne einfach gut aussieht, schön ausgeleuchtet ist. Ich habe das jetzt ein bisschen schräg hingestellt, wir werden es natürlich gleich gemeinsam anmachen. Und hier hinten, dieses Licht wird mein Backlight sein. Das wird hinten nochmal auf die Haare scheinen. Du darfst dich jetzt wirklich gerne mal hinsetzen, dann kann ich das auch mal anmachen. An dieser Stelle nochmal der herzliche Aufruf, wenn Fragen sind, gerne melden. Und natürlich vor allen Dingen auch, wer vom Livestream aus zuschaut, gerne in den Chat einfach nachschreiben. Auch wenn es jetzt um die Produkte geht oder sowas, die Regie sucht euch da auch gerne Links raus. Also, wenn Fragen sind, gerne einfach stellen. Sehr gut, danke dir. Ich glaube, das ist 120er. War auf jeden Fall mein Wunsch, ob das jetzt tatsächlich das geworden ist. Es ist das geworden. Sehr gut. Genau, es ging gut um erkannt. Den Durchmesser von dem... Genau, es ist der Durchmesser dieser Softbox. 1,20 ist immer gut. Also eine Softbox, die sehr, sehr groß ist. Und vor allem hier haben wir jetzt noch quasi dieses weiße Trennmaterial mit drinne, die sorgt dafür, dass wir ein schönes, weiches Licht haben. Würden wir jetzt zum Beispiel dieses Dauerlicht ohne die Softbox auf Celine richten, hätten wir ein viel gerichteteres Licht, was nicht so weich aussieht und mehr Schatten im Gesicht produziert. Ich persönlich bin aber immer Fan von diesem natürlichen Stil und mag es sehr gerne, wenn es eher weicher aussieht und vor allem dem natürlichen Sonnenlicht etwas näher kommt. Aber ich habe auch zum Schluss tatsächlich noch mal meinen Aufsteckblitz mitgebracht, um auch da noch mal so ein bisschen auszubrechen, um da aus der Komfortzone rauszukommen, weil das ist natürlich auch Teil der Kreativität, sich nicht immer in seiner Komfortzone zu bewegen. Wir haben auch gleich noch eine Frage aus dem Live-Chat direkt zum Blitz. Und zwar war jetzt die Frage, ob man mit Blitzen gerade bei dem hellen Licht nicht ein bisschen mehr Kontrolle hätte, beziehungsweise ob das auch angenehmer wäre dann fürs Model. Was sagst du dazu? Nicht unbedingt. Also es gibt auch Dauerlichter zum Beispiel mit 1200 Watt, so, die dann genauso viel Leistung bringen wie ein richtig starker Blitz. Aber in dem Fall, und da werde ich halt noch zu kommen, arbeite ich auch später mit einem Prisma, wo ich wirklich gucken muss bei dem Licht, wie sich das Prisma verhält. Und da wäre ein Blitz total, absolut nicht förderlich, um das mal so zu sagen. Und im Endeffekt, zum Beispiel meine alten Blitze, ich hatte auch einen Godox 600 mit 600 Watt, da komme ich im Endeffekt aufs selbe Ergebnis hinaus. Also
würde ich jetzt nicht unbedingt als besser oder schlechter betiteln. Also, klar. So, ja. Dankeschön. Ich gebe jetzt mal kurz hier auf die Einstellung ein. Der 600D ist bei 100%. Das liegt nun mal daran, dass wir hier schon eine sehr helle Umgebung haben und der dadurch natürlich enorm viel Power braucht, damit wir ihn überhaupt sehen. So. Aber ich mag den Look ganz gerne. Wer meine Bilder kennt, weiß, sie sind sowieso nicht extrem hell, extrem geblitzt. Ne? Also passt das sehr gut zu mir. Warum habe ich mich hier hinten noch für das Backlight entschieden? Um einfach nochmal einen Akzent in den Haaren zu setzen. Und wie schon gerade kurz angewähnt, ich habe auch noch Tools dabei, wo das nochmal richtig zum Einsatz kommen wird. Und genau, ich würde sagen, wir machen erstmal ein Foto. Lila tatsächlich, ne, ihr seht den Hintergrund, das war eine recht spontane Entscheidung. Ich wollte diesmal nicht mit Schwarz oder Weiß gehen, sondern wenn wir hier schon mit Kreativität arbeiten, da dachte ich, Mensch, hole ich doch mal den Lila in den Hintergrund raus. Genau, dann mache ich doch mal meine Kamera an und schau mal, ob das jetzt hier gut funktioniert. Ja, mir ist auf jeden Fall auch wichtig, dass ihr links seht, welche Einstellungen ich habe. Vielleicht werde ich die auch noch mal korrigieren. So, Celine, schau gerne mal zu mir. Ja, perfekt. Wow, das sieht schon richtig gut aus. Perfekt. Wir schauen mal eben gemeinsam drüber. Warte, ich mache noch mal eins, wo du die Augen auf hast. Genau. Also, das gefällt mir schon mal richtig, richtig gut. Ich musste gerade noch mal meine Kamera schauen. Da sieht es dann immer ein bisschen anders aus als auf dem Bildschirm. Also ihr müsst wissen, auf dem Bildschirm ist es um einiges kontrastreicher als in meiner Kamera. Ich shoote auf jeden Fall in RAW. Meine Einstellungen sind jetzt Blende 2.8. Das ist tatsächlich die offenste Blende, die ich mit diesem Objektiv wählen kann. Würde ich jetzt zum Beispiel mein 50-1.2 nehmen, dann könnte ich dann natürlich die Blende noch offener einstellen. Hätte somit einen ja, noch weicheren Look bzw. eine Unschärfe im Hintergrund, obwohl ich mittlerweile gerade bei Porträts auch ein bisschen darauf achte, dass ich die Blende ein bisschen mehr schließe. So ist halt einfach mehr im Gesicht scharf und ich gewöhne mich immer mehr an diesen Look und entferne mich auch ein bisschen mehr von dem immer 1.2, immer 1.4. Genau, Blende 2.8. Meine Verschlusszeit ist jetzt 1/320. Das ist, finde ich, eine ganz gute Verschlusszeit, sodass ich jetzt nicht das Bild schnell verwackel. Und ISO 125 könnte ich natürlich auch auf ISO 100 machen, aber ich denke, die Differenz zwischen 100 und 125 ist so gering, das ist wirklich jetzt nicht so wichtig. Genau, und bin recht zufrieden mit dem Ergebnis. Normalerweise bei einem Shooting würde ich auch tatsächlich so anfangen. Also ich gucke immer, dass ich erstmal ganz schlichte Porträts mache. Ich würde jetzt mit Celine quasi erstmal ein paar frontale Bilder machen. Sehr gut, sehr schön. Ja, mega schön. Bewege dich noch mal ein bisschen in die Richtung, ja. Dann schaue ich immer, dass ich noch mal so ein paar Bilder von der Seite mache. Celine bietet hier selber schon richtig viel an, das ist mega, mega gut. Ja, sehr schön. Perfekt. Perfekt. Und gerade am Anfang eines Shootings ist mir auf jeden Fall wichtig, mit dem Model viel zu kommunizieren und auch bevor wir starten, so richtig loszulegen mit den Fotos, führe ich immer gerne erstmal ein paar Gespräche. Ne? Ist auch ganz wichtig, um auch selber erstmal sich wohl in der Situation zu fühlen, um reinzukommen. Das kann ich euch auf jeden Fall auch empfehlen. Es ist nicht so förderlich, direkt bei einem Shooting so reinzustolpern und los geht's. Und jetzt fangen wir an mit Fotografieren. Ihr tut wirklich dem Model und euch einen Gefallen, wenn ihr kurz erstmal miteinander sprecht. Celine zum Beispiel, wir kannten uns jetzt vorher nicht, aber was haben wir gemacht? Wir haben uns 9.30 Uhr schon getroffen und erstmal zusammen Kaffee getrunken. Das sind so kleine Dinge, auch wenn das ja heute kein, ich sag mal, normales Shooting ist. Normalerweise habe ich jetzt hier kein Publikum, was mir zuschaut. Ja, dann ist das natürlich nochmal eine andere Situation. Aber auch dann ist natürlich schön, wir haben uns vorher schon mal gesprochen, wir wissen, wer wir sind und das Vertrauen ist da. Weil je mehr wir Vertrauen natürlich zu der Person haben, die wir fotografieren, desto kreativer können wir beide auch sein. Nicht nur ich bin ja am Shooting beteiligt, sondern auch die Person, die ich fotografiere. Und es kann gut sein, dass wenn sich die Person halt wirklich wohlfühlt, dass sie auch von sich anfängt, so Ideen einzubringen und zu sagen, hier, vielleicht können wir ja noch dies machen und jenes machen. Und
Ich habe noch so eine Pose im Kopf. Wollen wir das vielleicht mal ausprobieren? Genau, also da nicht unterschätzen, wie wichtig Kommunikation ist. Natürlich auch während des gesamten Shootings. Ein Vertrauen sorgt dafür, dass ihr bessere Bilder erzielt und wie gesagt auf gemeinsame kreative Ideen kommt. Dann kann ich euch auch empfehlen, und das ist eigentlich gerade ganz witzig, dass hier die Musik läuft, weil ich normalerweise bei Fotoshootings auch immer Musik anmache. Da würde ich auch darauf achten, dass es jetzt nicht unbedingt sehr ja, partylastige Musik ist, sondern schon eher was Ruhiges, aber irgendwas, was auch so ein bisschen diese Stille im Raum, die man ja manchmal hat, wenn man mal kurz nichts sagt, dass man die einfach verhindert und da immer was Schönes nebenbei ja, spielt im Hintergrund. Das kann ich definitiv empfehlen. Genau, dadurch komme ich schon mal ganz gut in das Fotoshooting rein. Und wenn ich aber merke, ich könnte jetzt Celine natürlich noch hinstellen und hinsetzen und so weiter, das überspringen wir jetzt mal, dann kommt sehr wahrscheinlich irgendwann der Punkt, wo ich auch merke, ja, jetzt habe ich ja eigentlich viel gemacht. Der Hintergrund, der bleibt jetzt so. Der Raum wird sich jetzt nicht durch Zauberhand erweitern. So, was mache ich denn dann? Und dann kann halt dieser Moment kommen, wo ich meinte, oh, jetzt ist irgendwie mein Kopf leer, jetzt fehlt es mir an Kreativität. Und genau für solche Fälle habe ich persönlich immer Tools dabei. Das ist für mich auch eine Art Sicherheit, weil ich weiß, wenn ich irgendwie eine Art Blackout bei einem Shooting habe, dann habe ich immer Dinge, da kann ich sagen, hey, lass uns doch mal zum Beispiel mit einem Prisma arbeiten. Ja? Ich mache jetzt noch mal ein Foto ohne, was wir gleich aber noch mal mit Prisma wiederholen werden. So, ich zoome hier ein bisschen ran. Ich bin jetzt bei schon knapp 70 Millimetern. Mega schön. Wow. Ja, das Licht gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Mega schön. Ja. Sehr schön. Nimm doch deine Hand noch mal so ein bisschen ins Haar. Richtig toll. Und schau doch gerne noch mal zu mir. Sehr schön. Mit dem Bild bin ich auf jeden Fall schon mal sehr zufrieden. Gefällt mir richtig gut. Und jetzt schauen wir doch mal, was unser erstes Tool kann. Und zwar habe ich ein paar Prismen dabei. Ich zeige dir euch mal ganz kurz ohne Kamera. Es gibt auf jeden Fall Prismen in den verschiedensten Ausführungen. Also wirklich. Und auch nicht erschrecken, wenn ich euch das jetzt zeige. Das sieht sehr gefährlich aus. Ich kann euch sagen, wenn ihr damit durch die Sicherheitskontrolle am Flughafen geht, ihr werdet sehr komisch angeguckt und die denken, ihr wollt das ganze Flugzeug in die Luft jagen und irgendwelche Leute abstechen. Aber wenn man dann den Leuten erklärt, dass man Fotograf oder Fotografin ist, ist dann auch alles wieder gut. Nur nicht wundern, es sieht halt einfach aus wie ein Schlagring. Das Design ist aber tatsächlich sehr von Vorteil, weil ich so das richtig gut justieren kann. Ja? Die heißen übrigens Fractal-Prismen. Genau, da gibt es so verschiedene Ausführungen, die sehen ganz witzig aus. Und ich zeige euch auch gleich mal, was die im Bild machen. Genau, es gibt aber nicht nur die großen, sondern es gibt natürlich auch kleine Prismen. So, und ich zeige euch jetzt mal, was ihr damit machen könnt, ja? Angenommen, ihr seid jetzt wirklich bei einem Shooting und denkt euch, ach Mensch, jetzt fällt mir gerade wirklich nichts mehr ein. Was hatte die Luise da nochmal gesagt? Ah ja, ich habe ein Tool dabei, das ist ein Prisma. Schauen wir doch mal, ob wir da auf neue kreative Gedanken kommen, ob wir da irgendwie noch interessante Sachen im Bild mit integrieren können. So, und ich denke, ihr könnt dann auch recht schnell sehen, was plötzlich hier im Bild passiert. Sehr schön. Schau gerne noch mal Richtung Licht, Celine. So, was passiert? Wir haben plötzlich richtig spannende Effekte im Bild. Das ist natürlich sehr extrem. Also so ein Prisma, das macht schon einen recht starken Effekt. Wir können ja auch gerne noch mal eins nehmen, was so ein bisschen schwächer ist. Zum Beispiel das hier. Das hat extra so eine Aussparung. Und ich sage euch, das macht richtig, richtig Spaß, damit rumzuprobieren. Also da kommt man wirklich auf richtig viele neue Ideen und Gedanken, weil man die ganze Zeit damit beschäftigt ist, natürlich da verschiedene Positionen auszuprobieren und genau. So, genau, schau nochmal zu mir. Super. Ihr merkt hier recht schnell, der Effekt ist schwächer. Ja, und je nachdem, wie ich das Prisma halte, ja, verändert sich natürlich das Bild. Super schön.
Celine, du machst das richtig gut. Perfekt. So, man sieht schon gerade beim Körper und oben links, man hat dann schon noch mal so ein paar spannende Effekte drin und es ist jetzt nicht so stark wie bei dem anderen. Ja? Hier aber bitte, das möchte ich unbedingt noch mal sagen, passt bei solchen Sachen ganz dolle auf eure Objektive auf. Ja? Ich weiß, wie teuer Objektive sind. Gerne mal ein paar tausend Euro. Solche Dinge sind spitz. Ja, jetzt nicht einfach anfangen, da drauf rumzukloppen auf dem Objektiv, das macht ihr euch kaputt. Ja, also bitte vorsichtig sein. Im besten Fall habt ihr vielleicht sogar einen UV-Filter auf der Linse vorne, sodass für den Fall, dass ihr doch mal rankommt, das nicht direkt das Objektiv beschädigt. Da bitte immer aufpassen. Genau. Es gibt auch noch andere Prismen, wie ich schon mal erwähnt habe vorhin, die ein bisschen kleiner sind. Also es muss auch nicht direkt immer so ein großes sein. Und das Schöne bei Prismen ist, und jetzt kommen wir auch mal ganz kurz zu, ich glaube, ich lasse gleich das, zu diesem Licht hier hinten. Mal schauen, ob ich das jetzt zeigen kann. Ist wirklich sehr hell hier. So, Celine, du schaust jetzt mal nicht nach hinten, sonst wird es sehr hell. Gucken, ob ich den Effekt hier zeigen kann. Also je dunkler die Umgebung, desto leichter ist es zu sehen. Aber ich denke, man kann schon so ein bisschen erkennen, vielleicht sogar auf meinem Gesicht, dass Prismen natürlich auch genutzt werden können, um im besten Fall sogar, wenn ihr draußen seid, mit der Sonne Effekte zu erzielen und diese dann natürlich auch in das Gesicht eines Models zu projizieren. Das ist jetzt tatsächlich nicht das beste Setting dafür. Ich glaube, wenn ich das hier hinhalte, passiert recht wenig, ein bisschen was. Das ist was, das merkt ihr euch, wenn ihr mal draußen in der Sonne fotografiert, könnt ihr so ein Prisma mitnehmen, ganz gut ins Sonnenlicht halten und dann fängt es an, wirklich richtig schöne Reflexionen ins Gesicht zu machen. Das kann ganz, ganz, ganz toll aussehen. Ja? Außerdem mit dabei habe ich so ein paar kleine Spiegelfolien. Auch ganz einfach, das sind, also ihr merkt auch, das sind teilweise Dinge, die ich hier liegen habe. Wir werden auch noch zu Frischhaltefolie und einer Strumpfhose kommen. Vielleicht habt ihr die sogar schon zu Hause, ne? Also, ihr wird schon gelacht. Na gut, nicht jeder hat eine Strumpfhose zu Hause. Aber ihr wisst, was ich meine. Und gerade auch bei solchen Spiegelfolien und Spiegel, ihr könnt auch wirklich anfangen, gerade hier bei Menschenmodels, gerne mal Licht ins Gesicht zu projizieren. Ist natürlich einfacher, wenn man eine Assistenz vor Ort hat, das muss ich auch sagen, anstatt dann irgendwie beides immer noch zu handeln. Aber ihr seht, ihr müsst auch gar nicht die Dinge unbedingt immer vor die Linse halten, ne? Sondern ihr könnt auch wirklich gucken, wie ihr Licht schön reflektieren könnt und da wirklich ganz, ganz tolle Effekte erzielt. Ja, das kann richtig, richtig gut aussehen. Gut. Das erstmal zu den Prismen. Ne? Ich lasse die hier, ihr könnt dann später gerne mal damit ein bisschen rumprobieren. Ich komme aber weiter zum nächsten Tool. Und da mache ich doch mal weiter mit unserer Frischhaltefolie. Da bin ich mir ganz sicher, dass fast jeder von euch die zu Hause hat. Damit habe ich eine lange Zeit täglich gearbeitet. Ich habe eigentlich jedes Shooting mit einer Frischhaltefolie fotografiert. Ihr fragt euch so, okay, wieso? Was ist los bei der Luise? Ich mag das ganz gerne, wenn die Bilder diesen weichen Look haben. Und wenn ich eine Frischhaltefolie vor meine Linse spanne, habe ich einen weichen Effekt. Das kann ich euch natürlich direkt mal zeigen, damit ihr wisst, wovon ich hier rede. So. Ist ein bisschen Fummelarbeit, das muss ich schon sagen. Ja, sehr schön. Ich werde gleich mal noch das Licht ein bisschen schwächer wieder machen von hinten. Sehr schön. Könnt ihr das gut sehen? Sieht man schon, dass es ein bisschen weicher ist? Ja, ich mache gerne mal den Vergleich. Ja, ich glaube, man sieht es ganz gut. Also eine Frischhaltefolie nimmt vor allem die sehr harten Schwarztöne raus und macht die hellen Weißtöne ein bisschen dunkler. Wenn wir wirklich einen sehr starken Effekt haben wollen, also ich habe das gerade wirklich einfach nur sehr straff über mein Objektiv gezogen, ich kann das aber auch ganz locker lassen. Wenn ich das ganz locker lasse, dann sieht es aus, als würde ich mit einer ganz alten Kamera fotografieren.
Es sieht total verträumt, weich aus. Also das, ne, das kostet ja wirklich einen Cent, so ein Stück Frischhaltefolie. Kann man tatsächlich ganz easy mal mitnehmen. Ihr müsst es auch nicht über das ganze Objektiv ziehen. Man kann das auch ein bisschen zusammenknüllen und einfach so von der Seite ein bisschen mit ins Bild nehmen. Ja, schön. Und da haben wir so einen ganz schönen Verlauf. Richtig toll. Sieht sehr gut aus. Ich mache gleich nochmal das Licht von hinten ein bisschen schwächer. Das ist mir tatsächlich ein bisschen doll. Ich habe das jetzt mal auf so 20%. Das reicht mir tatsächlich schon. Machen wir doch direkt mal mit sowas Ähnlichem weiter. Ich habe mitgebracht einen Strumpf. Auch das ist wieder sowas, ne, da würde man vielleicht im ersten Moment nicht dran denken, dass das jetzt mit der Fotografie irgendwie in Verbindung stehen könnte. Aber ich kann euch sagen, das erzielt auch einen richtig coolen Effekt. Soll ich noch mal ein Bild machen, wie es ohne aussieht, oder habt ihr das mittlerweile im Kopf? Nee, reicht, ne? Ich glaube, ich muss die Kamera dafür mal ganz kurz ablegen. Ich ziehe das jetzt mal einfach über das Objektiv drüber. Sieht ein bisschen witzig aus. Und jetzt mache ich hier auch noch mal ein Foto. So. Und das Ding ist, bei solchen Sachen, wenn ich das jetzt sehr straff ziehe, der Effekt wird stark, nicht erschrecken, dann haben wir plötzlich so ein Bild. Das sieht auch aus wie aus einer ganz, ganz alten Kamera. Mir persönlich ist es zu viel, aber wir können ja auch einfach noch ein Loch hier reinschneiden. Und was wird dann passieren? Im besten Fall haben wir in der Mitte ein scharfes Bild und am Rand diese schöne, das schöne braune Verschwommene. Dementsprechend, ne, kreativ werden, Schere mit haben. Probieren wir das mal live vor Ort. Meistens gibt es ja hier einen Vorführeffekt. Mal schauen, ob das jetzt so funktioniert, wie ich das gerne hätte. So. Ich habe auch extra mehrere Strümpfe mitgebracht für den Fall, dass es nicht direkt funktioniert. Ihr seht schon, so witzig sieht es dann aus. Ja, und ihr könnt das natürlich größer machen, ihr könnt es kleiner machen. Falls ihr nochmal neu anfangen wollt, dann nehmt eine neue Socke und da schauen wir doch mal, ob das schon ausreicht. Ja, das sieht super aus. Sehr schön. Ja, schau nochmal Richtung Licht, Celine. So, was sagt ihr? Das sieht doch toll aus, ne? Wir haben am Rand dieses leicht Verschwommene und ich kann euch sagen, vor allem, wenn ihr mal draußen in der Natur seid und dann noch ein schönes Bouquet im Hintergrund ist, vielleicht mit Bäumen, die angestrahlt werden von der Sonne und so weiter, das kann richtig, richtig toll aussehen. Und da wird keiner auf die Idee kommen, dass ihr da so einen Strumpf über das Objektiv gezogen habt. Aber ja, um euch nochmal so zu zeigen, es muss auch nicht immer alles Geld kosten. Ich weiß, die Fotografie kann ein sehr teures Hobby sein. Ja, da ist auf jeden Fall ganz viel Erspartes von mir schon draufgegangen. Damals mein ganzes Taschengeld immer. Aber es gibt auch wirklich einfache Lösungen. Man muss sich auch nicht direkt immer das Teuerste kaufen, ja? So, machen wir doch weiter, ne? Ich möchte euch hier, ihr merkt schon, ein paar Sachen an die Hand geben, damit ihr bei eurem nächsten Fotoshooting auch wirklich wisst, okay, da habe ich was Neues, was ich ausprobieren kann und genau, wo ich vielleicht auch noch mal ein paar neue Bildelemente mit ins Bild bekomme. Hier habe ich wieder was dabei, was ihr sehr wahrscheinlich sogar schon zu Hause habt. Eine Lichterkette. Ist, glaube ich, jetzt kein Geheimtipp mehr und trotzdem will ich es gerne noch mal sagen, weil, ne, manchmal hilft es ja, da die Wiederholung zu bekommen und noch mal daran erinnert zu werden. So, schauen wir doch mal, wie das aussieht. Celine weiß schon, was zu tun ist. Ja, das halte ich doch nochmal. Wow, richtig schön. Sehr gut. Ja, toll. So, das kennt ihr. Ich denke, das habt ihr alle schon gesehen. Bouquet, ne? Ein schöner, verschwommener Vordergrund. Es wäre natürlich auch schön, hätten wir jetzt noch was im Hintergrund. Das ist aber auch völlig in Ordnung, dass ich jetzt hier nicht noch alles hin und her schiebe. Wir belassen es einfach bei diesem Set. Man könnte sogar, vielleicht machen wir das mal kurz, man kann so eine Lichterkette nämlich ganz gut auch nutzen, um dem Model oder einfach der Person, die man fotografiert,
quasi die eine Seite zu geben. Ich gebe dir mal das Ende der Lichterkette. Wenn ich das hier hinbekomme. Genau. Und ich habe dann quasi den Rest der Lichterkette und damit kann man auch ganz gut spielen. Jetzt ist meine Kamera so weit weg. Vielen Dank, vielen Dank. So, Multitasking, perfekt. So, halt das gerne mal nah an deinen Kopf. So. So, ein bisschen höher. Ja. Vielleicht tatsächlich so ein bisschen versteckt an die Schulter. Ja, ja. Die Bewegung hat schon mal, ja. Und du hast jetzt hier noch so eine Schlaufe, die machen wir mal nach unten. Perfekt. Da kann man dann hier natürlich auch damit spielen, dass man den Verlauf mitnimmt. Dann haben wir quasi kleinere und größere Kreise im Bild. Also die Lichterkette ist auch wirklich sowas Simples, wo man ganz, ganz, ganz viel mit spielen kann. Es ist auch sehr, sehr schön, du kannst mir wieder zurückgeben, wenn auch im Hintergrund noch ein Licht leuchtet. Ich hätte auch mal meinen Bildschirm schon ausmachen können. Genau. Das tun wir aber auch wieder zur Seite. Es geht direkt weiter. Ich habe noch mehr mitgebracht. Es hört nicht auf. Ich habe hier ein einfaches Tuch. Auch sowas. Tatsächlich kaufe ich viele Tücher bei IKEA. Da gibt es immer so Meterware, weil auch da oft gefragt wird, ja, woher kriege ich denn solche einfachen Sachen? Ich weiß, bei Fotokoch gibt es dann aber auch richtige Foto-Hintergrund-Tücher, die man auch verwenden kann. Ne? Aber auch solche einfachen Dinge nutze ich gerne, um natürlich erstmal Spannung im Bild zu erzeugen und vor allem solchen, ja, kreativen Momenten mehr Chance zu geben, mehr Raum zu geben, weil das auch was ist. Das gebe ich gerne dem Model teilweise. Genau, so können wir zum Beispiel, es gibt ein Bild, was sehr oft von mir gezeigt wird, was, glaube ich, auch für diesen Vortrag verwendet wurde, wo ich zum Beispiel ein Model unter das Tuch gemacht habe, genau, und ich dann dadurch fotografiere. So entsteht wieder eine Situation, das ist genau richtig, du darfst kurz so bleiben, wo man wieder anfängt, so richtig in Fahrt zu kommen und nochmal neue Sachen auszuprobieren, ja? So, das ist wieder mein altbekanntes Problem, ich lerne auch hier nicht dazu. Warte. Perfekt. Also, kleines Tuch, ne, kann man immer in seinem Fotorucksack auch mit dabei haben, das nimmt gar nicht so viel Platz weg, das lässt sich richtig schnell zusammenknüllen. So, jetzt stecke ich hier mit dir mal unter einer Decke, Celine. Wir schauen jetzt mal, dass wir uns finden. Du kannst gerne das Tuch mal so ein bisschen mit benutzen. Ja, perfekt. Sieht sehr schön aus. Mega. Ja, super schön. Ja, schau noch mal in die andere Richtung. Ja, super schön. Perfekt. Komme ich wieder drunter durch? Guck mal, was wir hier gemacht haben. Finde ich auch einen ganz, ganz schönen, simplen Effekt. Also, ne, Tücher gibt es natürlich auch in allen möglichen Formen, Farben. Auch hier, ich habe das schon mal an einem Strand verwendet, beim Sonnenuntergang. Da kam dann durch das Tuch, hier sind ja kleine Löcher drin, kamen dann noch so die letzten Sonnenstrahlen durch. Und das ist wirklich ein super schöner Effekt. Außerdem auch sehr schön, ich mag vor allem auch Bilder in Bewegung, damit einfach noch mal so ein bisschen Dynamik mit ins Bild kommt. Man kann auch wirklich der Person ein Tuch geben, sie rennen lassen, das fliegt dann hinten rum. Also es gibt ganz, ganz schöne Möglichkeiten, so ein Tuch zu verwenden. Kostet vielleicht 10 Euro. Also auch, ne, was, wenn ihr mal wieder was Neues ausprobieren wollt, kann ich sehr empfehlen. So, wir schreiten gut voran. Ich hoffe, wir sind zeitlich gut hier im, ja, alles super. Ich habe hier noch einen Ring für mein Objektiv. Das ist jetzt ein bisschen was Spezielleres. Ich wollte es aber trotzdem gerne mitbringen, weil, ja, ich zeige es am besten direkt mal. Weil das auch was Schönes ist, um so ein paar Effekte, die ich euch gerade gezeigt habe, zu vereinen. Das kann man quasi an sein Objektiv dran schrauben.
Was ihr hier seht, sind Magnete, die lassen sich auch abmachen oder verschieben. Und das Coole ist, es gibt zu solchen Kits dann spezielle Sachen, die man da ganz einfach durch diesen magnetischen, durch diesen Magneten dran machen kann, ja? Und das Ding ist, wir haben halt nur zwei Hände, das ist nun mal so. Und meistens habe ich in der einen Hand die Kamera, wenn ich sie nicht gerade auf dem Stativ habe, und in der anderen Hand dann schon ein Tool wie ein Prisma. Mehr kann ich halt dann einfach nicht halten, außer ich habe noch eine Assistenz dabei. Und gerade solche Sachen helfen uns dann aber auch, mehrere Sachen zu vereinen. So können wir dann zum Beispiel noch eine Folie mit dran machen. Und ganz, ganz, ganz viele andere Sachen, das zeige ich euch auch gleich nochmal. Und können so das Ganze natürlich auch die ganze Zeit justieren, daran drehen. So. Ich habe hier jetzt diese Folie, die man links ganz gut sieht, das Prisma noch nicht so richtig. Jetzt fange ich nochmal an zu drehen. Sehr schön. Ja, und auch hier, ich könnte wirklich alles Mögliche da als Magnet mit dran machen. Nochmal eine ganz, ganz kurze Übersicht. Es gibt hier ganz verrückte Sachen, die ich dann mit Hilfe von so speziellen Magneten verbinden könnte. Könnte das dann mit dran machen. Also selbst so was Großes sieht dann mal ein bisschen witzig aus, aber damit habe ich mich auf jeden Fall schon ein bisschen beschäftigt. Und das ist auch cool. Es gibt verschiedenste Folien und Farben, die dann natürlich auch im Bild cool aussehen können. Ne? Sowas kann man definitiv auch einfach im Bastelladen kaufen. Verschiedene Farbfolien, mit denen man spielen kann. Sehr, sehr, sehr cool, damit ihr das gesehen habt. Und eine Sache will ich euch auch gerne noch zeigen. Denn Kreativität ist auch viel aus der Komfortzone rauskommen. Wenn wir immer das Gleiche machen, werden wir irgendwann ja, nicht unbedingt kreativer und haben so unseren sicheren Hafen, aber haben auch nicht mehr diese Erfolgserlebnisse. Ich weiß ja selber, wie das ist, wenn man manchmal sowas Neues ausprobiert und sich danach denkt, boah, cool, das hat mich so richtig weitergebracht. Und man ist so richtig stolz und denkt sich, boah, cool, wieso habe ich das vorher eigentlich nie probiert? Und für mich persönlich war das lange Zeit ein Aufsteckblitz. Ich habe jetzt hier meinen Profoto-Aufsteckblitz mal mitgebracht. Das ist der A10. Und da dachte ich mir irgendwann, Mensch, Luise, du fotografierst alles mit natürlichem Licht. Deine Softbox ist immer natürlich. Und ja, auch bei solchen Sachen, wenn ihr das Gefühl habt, meine Kreativität soll mal wieder sprudeln, macht es einfach mal genau anders, als ihr sonst macht. Und ich habe einmal jetzt ein Shooting gemacht mit Aufsteckblitz. Ist natürlich ein ganz anderer Bildlook, zeige ich euch mal. Aber plötzlich merkt man, ach cool, ich habe mal wieder was richtig Neues gemacht, habe mal wieder einen ganz neuen Bildlook. Und auch sowas einfach mal ausprobieren und dass sich trauen. Natürlich muss ich auch sagen, bitte nicht bei einem Job ausprobieren. Ja? Also alles, auch was ich euch gerade zeige, ist es nicht gut, bei vielleicht einer bezahlten Hochzeit, bei einem bezahlten Auftrag plötzlich anzufangen, ja Mensch, ich habe jetzt mal eine Socke und eine Frischhaltefolie mitgebracht und wollte das gerne mal ausprobieren. Das ist nicht gut. Ja? Also am besten, ihr plant ein freies Shooting, schaut da mal, ob ihr damit gut zurechtkommt. Und natürlich, da sind auch Dinge dabei, die nehme ich mir zu Jobs. Aber weil ich sie vorher auch viel getestet habe und mittlerweile weiß, wie ich es ganz gut verwenden kann und so weiter. Ja, aber nur, dass ich das nochmal gesagt habe, nicht, dass ihr plötzlich zu einem Job geht und sagt, ja, ich probiere jetzt heute mal Blitz aus, vorher habe ich das noch nie gemacht, aber das wird schon. Also das ist meistens nicht die beste Idee. Noch eine Frage aus dem Live-Chat natürlich. Ja. Jetzt direkt zu dem Ring mit dem Magneten, wo bekommt man den her? Ah ja, das ist leider nicht vermutlich. Ja, das stimmt. Das ist von der Firma Lens Baby. Die machen ganz viele kreative Tools, die, ja, alles, was sehr außergewöhnlich ist. Ne? Die verkaufen jetzt keine, ich sage jetzt mal, normalen Objektive und Kameras. Alles, was du dort findest, ist sehr außergewöhnlich, aber da kann man auf jeden Fall mal gucken. Ich muss jetzt nicht unbedingt, also das müsst ihr nicht unbedingt kaufen. So, wie gesagt, es gibt auch Folien und Prismen im wie nennt sich das, Bastelladen und so weiter. Aber so ein Ring ist natürlich cool, den vorne zu haben mit diesen Magneten. Und ich glaube, es kostet so um die 70, 80 Euro, auch mit ein paar Tools dabei. Kann man sich überlegen, wenn man da
Lust drauf hat. Genau. Ich höre gerade aus der Regie, wir haben es noch nicht, aber wir bekommen es anscheinend. Jetzt. Ach, ihr bekommt es sogar. Na dann, noch warten, dann. Ja. Zumindest den Ring. Zumindest den Ring mit den Magneten. Genau, wir sind jetzt auch beim Live-Teil sozusagen, der jetzt auch für den, im Livestream noch übertragen wird, fast am Ende der Zeit. Das heißt, wenn im Livestream vor allen Dingen noch Fragen sind, gerne stellen, gerne her damit. Wir legen ja hier vor Ort dann noch gleich mit dem interaktiven Teil, aber für die im Livestream sozusagen. Ja, geht's super. Dann haben wir noch ein paar Minuten. Genau, jetzt. Na, aber selbstverständlich. Ja. Habe ich jetzt nicht vorher eingestellt. Ich selber stelle nicht immer den Weißabgleichfeuer ein, weil ich weiß, ich fotografiere in RAW und im Nachhinein mache ich dann eh meine Bildbearbeitung. Und das ist gar kein Problem für mich, dann auch nochmal zu gucken, will ich es eher blau oder orange haben. Aber wer das vorher gerne einstellen möchte, vor allem um das direkt schon mal vielleicht ein bisschen orangener zu sehen oder im JPEG, wenn ihr im JPEG fotografieren solltet, dann ist das natürlich wichtig. Im RAW achte ich auf jeden Fall auf ISO, Verschlusszeit und Blende. Das ist natürlich ganz klar. Das regelt dann RAW am Ende auch nicht mehr so gut, ne? Bis zum gewissen Grad Helligkeit und, ne? Aber genau. Das stimmt. Ist eine gute Frage, aber das lasse ich eher im Hintergrund. Genau. So, jetzt ein bisschen raus aus meiner Komfortzone. Wir schauen mal. Ich habe meine Einstellung jetzt geändert. Schauen, ob man das gleich sieht. So, ach, das blitzt noch nicht. Warte, darf ich jetzt erstmal kurz den Blitz noch anstellen? So. So, warte, ich gucke hier mal. Ich glaube, der ist gerade ein bisschen verwirrt tatsächlich. Oh, aber tatsächlich sieht es auch ohne Blitz sehr gut aus. So, einen Moment, jetzt muss ich hier nochmal schauen. Das kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Blitz ein. Es hat schon mal geblitzt, ne? Mensch, das sieht gar nicht so verkehrt aus. So. Ja. Okay, also folgendes. Sowas bringt mich auf jeden Fall aus meiner Komfortzone raus, da man natürlich auch ganz andere Einstellungen verwendet. Ich kann plötzlich nicht mehr eine Verschlusszeit nehmen von 1/300. Bei einem Blitz aufpassen, eine Verschlusszeit nicht über 1/125. Ich habe jetzt 1/100 Verschlusszeit genommen, bleibe bei meiner Blende 2.8. Ja, man könnte natürlich auch Blende 4, Blende 1.8 und so weiter. Aber ich finde, das ist ein ganz guter Richtwert für ein Porträt, damit es auch ein bisschen Unschärfe im Hintergrund gibt. Alles Geschmackssache. ISO habe ich 100 jetzt mal eingestellt, ne? Der Blitz ist da natürlich auch gut, um wirklich sehr geringe ISO-Werte zu nutzen und eine bestmögliche Bildqualität. Und das ist vom Bildstil dann natürlich nochmal anders. Ja, super. Ja, als so eine Softbox. Und auch sowas, ne? Ist wirklich cool, um einfach nochmal zu experimentieren. Ich bin dann auch nicht mehr auf eine spezielle Position angewiesen. Gehe jetzt sogar mal ein bisschen ins Weitwinkligere rein. Ja, super. Und kann hier natürlich auch nochmal meinen Kreativmuskel richtig beanspruchen. Also bei mir ist dann wirklich so, okay, was mache ich jetzt? Welche Posen, wie, ne? Auch sowas einfach mal trauen bei freien Projekten, ist das immer super. Vor allem, wenn ihr das mit dem Model kommuniziert. Hey, ich habe Lust, mal neue Sachen auszuprobieren. Dann ist das perfekt. Genau. Ich denke, unsere Zeit ist nämlich auch schon am Ende. Wir haben hier einiges ausprobiert. Ich hoffe, es waren Dinge dabei, die ihr vorher noch nicht kanntet, die ihr noch nicht gesehen habt. Es würde mich mega freuen, wenn ihr bei eurem nächsten Fotoshooting vielleicht mal ein paar Sachen mitnehmt und dann natürlich neue Bildelemente im Bild habt. Vielleicht so ein paar kleine Sachen dabei habt für den Fall, dass mal die Kreativität nicht so sprudelt und ihr aber wisst, Mensch, ich habe da was dabei, da kann ich das vielleicht wieder ein bisschen besser ankurbeln. Genau, das ist die ganze Intention hinter dieses Vortrags gewesen. Und jetzt dürft ihr natürlich auch gerne nochmal hier das Set mit ausprobieren, die Tools ausprobieren. Und ich hoffe ganz sehr, dass es euch gefallen hat. Danke. Vielen Dank. So,
So, dann vielen, vielen Dank für den Einblick. Es ist Wahnsinn, was man nicht alles aus einer Frischhaltefolie rausholen kann. Und hier geht es jetzt erstmal vor Ort quasi weiter dann mit dem Shooting. Und für alle, die jetzt im Livestream zuschauen, da machen wir eine kurze Pause. Ihr könnt aber einfach im Livestream drin bleiben. Ihr werdet dann automatisch weitergeleitet. Und da geht es dann um 12.30 Uhr weiter mit der lieben Frau Gebüsch. Und da geht es um die Blende. Das heißt, das auch schon mal für gleich als kleine Anmerkung. Aber jetzt ran ans Fotografieren.